Papi, ich habe hier eine Matheaufgabe, die kriege ich nicht raus. Ja, komm aber nicht so spät nach Hause, du musst deine Hausaufgaben machen. Och Papi, meine Hausaufgaben mache ich doch gerade. Aber ich habe hier eine Aufgabe, die ich nicht rauskrieg. So? Du kriegst also die Aufgabe nicht raus. Na komm, dann zeig mal her. Hier Papi, wenn Jonas 4 Jahre alt ist, ist seine Mutter 25. Wie alt ist Jonas Mutter, wenn Jonas 18 Jahre alt ist? Hier. Wenn Jonas 4 Jahre alt ist, ist seine Mutter 25. Wie alt ist Jonas Mutter, wenn Jonas 18 Jahre alt ist? Und die Aufgabe kriegst du nicht raus? Ja, kannst du mir da bitte helfen? Du kriegst die Aufgabe nicht raus? Naja, gut, ich helfe dir. Wenn Jonas 4 Jahre alt ist, ist seine Mutter 25. Ach Papi, das weiß ich doch. Ich habe doch die Aufgabe selber gelesen. Naja, also eigentlich ist es ja ganz einfach. Das musst du lösen mit einem Dreisprung. Einem Dreisprung? Ja, einem Dreisprung. Also pass auf. Wenn Jonas 4 Jahre alt ist, ist seine Mutter 25. Wenn Jonas 5 Jahre alt ist, ist seine Mutter 26. Wenn Jonas 6 Jahre alt ist, ist seine Mutter 27. Ja, und was ist jetzt mit dem Dreisprung? Na, der Dreisprung, der kommt jetzt. Denn 6 ist 3 mal in 18 enthalten. Also 3 mal 27. Ja. 81! Danke, Papi! Bitte, ich helfe doch gern.